Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 476. Ich bin Tobi und ich lese euch heute gar nichts vor, denn dies ist eine Sonderepisode. Das heißt, nicht ich rede, sondern ihr redet. Ich hatte euch ja in den letzten Episoden dazu aufgefordert, euch gebeten, mir Grußbotschaften zu schicken zu meinem 10. Jahrestag des Podcasts, ein Jubiläum. Und das habt ihr gemacht, in großer Zahl. Und das ist total geil geworden. Also vielen lieben Dank an alle, die was geschickt haben. Und ich habe gar nichts, um mich so richtig zu bedanken, außer diese Episode und natürlich meinen herzlichen Dank. Ein Gimmick habe ich allerdings, und zwar gibt es einen neuen Shop, einen neuen Fanshop, wenn ihr Merchandise kaufen wollt, ein Einschlafen-Podcast-T-Shirt oder eine Tasse oder so oder ein Hoodie. Da gibt es jetzt was Neues. Bei supergeek.de/einschlafenpodcast. Supergeek, also super wie super. Geek schreibt man geek.de/einschlafenpodcast. Und da könnt ihr mal gucken, was es da so gibt. Erstmal habe ich da so das normale Standard-Einschlafen-Podcast-Logo hochgeladen. Aber Pia und Bianca, die beiden Illustratorinnen, die gerade die Episodenbilder immer zeichnen, die haben mir zugesagt, dass sie auch noch Designs dafür erstellen werden und dann da auch hochladen. So, und die Bianca hat das Episodenbild für diese Episode gemacht. Eine wunderbare 10 aus ganz vielen verschiedenen Schafen. Symbolisch stehen die natürlich für eure Audiogrußbotschaften. Ihr könnt euch selber aussuchen, wer von euch das Gelbe, das Grüne, das Blaue, das Weiße oder das Türkise zyanfarbene Schaf ist. Ich weiß schon, wer das zyanfarbene Schaf sein möchte. Und dann kann man jetzt dieses 10 Jahre Einschlafen-Podcast-Jubiläums-T-Shirt kann man dort kaufen bei supergeek.de/einschlafen-podcast. Und die nächsten Episodenbilder werden dann auch immer mal so in verschiedenen Abständen da hochgeladen. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr ein bestimmtes Episodenbild, was euch besonders gut gefallen hatte, mal als T-Shirt haben wollt, dann tun wir es vielleicht auch in diesen Shop mit rein. Genau, das ist so ein Gimmick. Ich finde das ganz lustig. Die Einnahmen, die mir daraus zugespielt werden, die teile ich natürlich unter Pia und Bianca auf. Ich selber will den geringsten Anteil davon behalten. Im Wesentlichen, weil ich es nicht brauche. Zweitens finde ich, dass Pia und Bianca so einen tollen Job machen und sich auch als Team so gut verhalten, die Bälle hin und her spielen. Die müssen dringend mal stärker belohnt werden für das, was sie hier beisteuern zum Podcast. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr da ordentlich shoppt und die beiden dann was abbekommen. Die Preise sind übrigens äußerst moderat. Überhaupt der ganze Kontakt zu diesem Supergeek-Laden, Online-Shop, ist extrem nett. Ich war ja vorher bei einem anderen Anbieter, das war sehr unpersönlich, sehr groß und da war man recht auf sich allein gestellt und die nehmen auch einfach jeden. Bei Supergeek musste man sich erstmal bewerben und dann wurde meine Bewerbung zum Glück akzeptiert, dass ich da jetzt auch meinen Shop habe. In ganz wunderbarer Gesellschaft bin ich da mit anderen tollen Podcastern, die auch teilweise hier in dieser Episode zu hören sein werden. Und ja, genau. Geht shoppen und sagt mir, was für tolle andere Motive ihr haben wollt. Jetzt aber auf zur Feierlichkeit. Es gibt einen ganz, ganz großen Schwung an Audiogrußbotschaften. Ich habe mich über jede einzelne sehr gefreut. Ich habe mir die alle angehört, schon mehrfach. Ich hoffe, dass ich die Namen alle richtig notiert habe. Zumindest möchte ich mich bedanken bei Brigitte, Marc, Holger, Theo, Alexander und Alexa, Tim, Heike, Marcel, Biggi, Inka, noch eine Heike, Grit, Reinhard, Jeva, Oboman, Nora und Rita, Johannes mit Nur, Ahmed, Mai und Angelina, Christian, Stefan, Steffi, Tobi, Andreas, Kevin, Nele, Thilo und Tyler, Annette und Gigi, Patricia und Jenny. Und das sind ganz, ganz viele Leute. Ich nehme das hier jetzt gerade auf am 16. Oktober. Die Episode erscheint natürlich am 18. Oktober, weil am 18. Oktober 2010 die erste Episode vom Einschlafen-Podcast rausgekommen ist. Falls da jetzt noch was kommt und ich das noch nicht hochgeladen habe, dann schummel ich das natürlich rein. Fühlt euch auch an dieser Stelle bedankt und gegrüßt.
Aber ich muss jetzt irgendwann mal diese Aufnahme machen. Ich nehme auch gleich übrigens die Episode 477 auf. Die erscheint dann ja nämlich am Dienstag. Ja, alles Arbeit hier. Weil ich habe ja morgen selber Geburtstag am 17. und am 18. Ist noch Familie da im Rahmen der Feierlichkeiten. Das wird übrigens das Thema von Episode 477, Feiern in Zeiten von Corona. Und am Montag habe ich einen anderen Termin und Dienstag muss dann schon die Episode erscheinen. Also heute Abend, am Freitagabend vor der ganzen Feierlichkeit nehme ich dann die Episoden auf. Ja, mit diesem letzten Wort dazu gebe ich das Wort an Brigitte und dann den ganzen Reigen. Ich rede jetzt nicht noch zwischendurch zu jedem Einzelnen. Nochmal vielen, vielen lieben Dank an euch alle, die ihr hier mitgemacht habt. Alle, die auch anders an mich gedacht haben, seien auch herzlichst gegrüßt. Es waren 10 wilde Jahre und die nächste halbe Stunde gehört euch. Gute Nacht. Hallo Tobi, dein Podcast Einschlafen, 10 Jahre, super, das muss gefeiert werden. Ich bin jetzt circa 5 Jahre dabei, es macht mir richtig Spaß, ich freue mich immer drauf und versuche auch die älteren Episoden nachzuhören. Einschlafen tue ich eigentlich nicht dabei, weil ich zu neugierig bin, was du alles sagst, was alles noch kommt. Die Themen sind ja oft sehr interessant, obwohl bei Blenden, Belichtungsmesser und Torverhältnisse, da klinke ich mich eher aus. Aber das macht ja nichts. Also mach weiter und ich freue mich drauf und ich schicke Grüße aus München, Prost und Servus. Hallo Tobi, falls ich Sie so nennen darf. Ich wollte Sie gratulieren zu Ihrem 10-jährigen Jubiläum vom Einschlafen-Podcast. Ich höre Sie schon seit 2 Jahren und schon seit ich 11 bin, höre ich sie. Und ich finde ihren Podcast sehr gut und er hilft mir sehr beim Einschlafen. Und ja, viele Grüße. Herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahren Einschlafen-Podcast, lieber Tobi. 10 Jahre höre ich dich leider noch nicht. Ich höre dich erst, seitdem wir uns kennengelernt haben beim Hamburger Podcast-Cluster-Treffen vor einigen Jahren. Aber doch seitdem regelmäßig, wenn auch nicht beim Einschlafen. Ich höre dich meist entweder auf dem Fahrrad, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Laufen. Da hilft deine Stimme aber auch, damit ich nicht überpace. Du als Läufer weißt, wovon ich rede. Das ist wichtig für einen Sportler und da hilft deine Stimme auch. Also tatsächlich nicht nur beim Einschlafen, sondern auch beim Sport. Ja, als St. Pauli-Fan, wir waren ja schon zusammen im Stadion, finde ich natürlich die Geschichten vom St. Pauli immer sehr interessant, die Laufgeschichten finde ich sehr interessant, aber generell so die erste halbe Stunde im Podcast, ja, das ist so mein Lieblingsteil und ich bin immer wieder froh, wenn eine neue Folge erscheint und danke dir dafür und ich hoffe, dass es noch in 10 Jahren weiter so geht und ich in 10 Jahren zum 20-Jährigen gratulieren kann. Tschüss! Hallo Tobi, hier ist Theo. Ich möchte dich herzlich beglückwünschen zu deinem Jubiläum. 10 Jahre in dieser medial ausgerichteten Welt, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich folge dir so seit 4 bis 5 Jahren in den Podcasts, finde es immer wieder neu und spannend. Es hilft mir beim Einschlafen, aber auch zum Nachdenken bei vielen Dingen, über die ich sonst vielleicht nicht nachgedacht hätte. Ich nenne es Continuation, was du machst, also eine gute Abwechslung aus Kontinuität, die mir wichtig ist, aber auch Innovation. Immer was Neues, immer experimentieren und mit uns, deinen Hörern, offen umgehen. Das gefällt mir. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Bleib gesund. Es grüßt dich, Theo. Ja, lieber Tobi, aus dem Huxilla-Headquarter die herzlichsten Glückwünsche zu 10 Jahre Einschlafen-Podcast. Mann, 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 10 Jahre tollen Content liefern und die Menschen beim Einschlafen begleiten. Das ist wirklich eine wunderbare Leistung. Ja, und wir sind ja auch gerade 10 Jahre alt geworden. Das heißt, wir können sehr gut nachvollziehen, wie das ist, wenn man 10 Jahre alt wird. Und das Besondere bei dir, lieber Tobi, ist, dass als wir im Jahr 2012 nach Hamburg gekommen sind, du so einer der ersten Kontaktpunkte auch warst, das stimmt, mit vielen anderen Podcastern hier aus dem Hamburger Raum. Und ich nehme mir jetzt mal heraus, dass wir bis heute freundschaftlich verbunden sind und ich mal froh bin, auf dich in Person zu treffen, weil du einfach so ein furchtbar anständiger Mensch bist.
Ein lieber, integrer, aufrichtiger Mensch, das ist. Das hast du schön gesagt, genau. Und was mich besonders freut, ist, dass du mit deiner Community, ähnlich wie wir es mit unserer hörenden Community geschafft hast, lauter nette Menschen um dich zu scharen. Wir bekommen sehr wohl immer mal mit, wie dir begegnet wird im Netz. Und es freut mich außerordentlich, dass du so nette Hörerinnen und Hörer oder Hörende im Allgemeinen hast. Das freut mich immer ganz besonders. Und natürlich als jemand, der in seinem Leben auch schon mal an Schlafstörungen gelitten hat, finde ich es nach wie vor großartig, dass du hier vielen, vielen Menschen hilfst, ein wahres Volksleiden anzugehen und dabei eben auch wirklich was Gutes tust. Mhm. Ich glaube, wenn man sich anstrengt, kann man bei dir auch das Philosophie-Grundstudium, glaube ich, inzwischen ganz gut nachholen bei den ganzen Texten, die du gelesen hast. Insofern ganz viel Lobhudelei. Aus tiefstem Herzen die besten Glückwünsche zum 10-Jährigen und ähnlich wie uns das auch mehrfach gewünscht worden ist, auf die nächsten 10. Und jawohl, wir müssen mal dringend wieder, auch wenn Corona vorbei ist, spätestens dann mal wieder uns auf ein Kaltgetränk treffen und ein bisschen klönen, wie wir hier oben im Norden sagen. Mach's gut, feier noch schön, lass dich vor allen Dingen feiern und alles Liebe und alles Gute. Tschüss. Hallo, lieber Tobi, liebe Einschlafenden, hier ist der Tim. Wow, 10 Jahre Einschlafen-Podcast, fast 500 Episoden. Das schaffen wirklich nur die allerbesten von uns. Ich find's einfach großartig. Ich muss zugeben, ich selbst schlafe nie mit Podcasts ein, aber ich kenne genügend Menschen, die es tun und für die Formate wie dieses einen wirklich wichtigen Dienst erweisen. Die tragen dann auch zur Zufriedenheit und zur Gesundheit der Zuhörenden bei. Und das Ganze ohne Matratzenwerbung. Und das ist ja auch das Schöne bei Podcasts. Es gibt sie in allen Formen und Formaten und für jede Lebenslage und für jede Uhrzeit. In diesem Sinne, danke Tobi, einen ganz herzlichen Glückwunsch und auf ein weiteres Jahrzehnt guten Schlaf. Hallo Tobi, nicht nur du hast Geburtstag, sondern auch und vor allen Dingen dein Einschlafen-Podcast. Hurra, hurra, hurra. Ich bin ein großer Fan von dir und bin so begeistert davon, dir zuzuhören, dass ich das Einschlafen quasi vergesse. Auf dass du noch viele weitere Jahre uns Zuhörern beim Einschlafen hilfst. Hallo Tobi, diese Handy-Audio-Aufnahme ist in vermutlich nicht sehr guter Qualität, mein hohes Deutsch auch nicht. Aber ich möchte dir auf diesem Weg danken und gratulieren zum 10-jährigen Jubiläum. Alles Gute, weiter so, ich freue mich jedes Mal. Ja, machen wir noch weiter auf Schweizerdeutsch. Also nochmal alles Gute, herzliche Gratulation, einen lieben Gruß aus Zürich. Tschüss, Tobi. Hi Tobi, ich wünsche dir und deiner Tochter alles Gute zum Geburtstag und natürlich herzliche Glückwünsche zu 10 Jahren Einschlafen-Podcast und vielen, vielen Dank, dass du mir so viele ruhige und angenehme Nächte bereitet hast. Ciao, liebe Grüße von der Biggie aus dem Odenwald. Hallo Tobi, ich bin Inke aus Ostfriesland und ich gratuliere dir erstmal zu deinem 10-jährigen Jubiläum. Ich bin vor circa 8 Jahren auf deinen Podcast gestoßen, durch eine Freundin, die auch immer zum Einschlafen Podcasts hört. Allerdings war das nichts für mich, aber ich bin dadurch halt auf den Einschlafen Podcast gestoßen. Bin dafür sehr dankbar und höre dich seitdem eigentlich regelmäßig. Bin total froh, weil ich vorher immer Einschlaf- und Durchschlafstörungen hatte. Habe ich teilweise immer noch, aber es fällt mir durch deinen Podcast leichter, das Gedankenkarussell abzustellen. Ja, und ich hoffe, du machst weiter so, weil das einfach eine ganz tolle Sache ist. Vielen Dank dafür.
Hallo, lieber Tobi, hier spricht Heike aus Nordholz, die seit circa fast einem Jahr jeden Abend mit dir und deinem Einschlafen-Podcast ins Land der Träume gleitet. Ohne deinen Einschlafen-Podcast könnte ich zwar, aber ich möchte gar nicht mehr ohne ihn einschlafen. Es ist einfach so schön entspannend, deiner angenehmen Stimme zu lauschen. Ich finde es auch richtig prima, dass man so ganz nebenbei auch noch so viele tolle Tipps bekommt. Du glaubst ja nicht, wie oft ich im Halbschlaf mit mir ringe, weil du gerade einen interessanten Buchtipp, Kochtipp, Backtipp, Urlaubstipp, Hoteltipp oder was weiß ich abgegeben hast. Und ich überlege dann immer noch mal, ob ich das Licht anmache, um mir das aufzuschreiben. Ich bin also ein begeisterter Fan. Besonders mag ich deine Berichte über eure tollen Urlaubsreisen. Du bist wirklich ein toller Mensch. Du bist gebildet, sportlich aktiv, unternimmst so viel mit deinen Kindern und deiner Familie und hast für mich zu vielen Dingen einfach eine ganz gesunde Einstellung. Ich sende dir also ein ganz dickes, herzliches Dankeschön für all deine Episoden und praktischen Lebenstipps. Herzlichen Glückwunsch, Einschlafen-Podcast für 10 Jahre Seelenstreicheln am Abend. Und dir, Tobi, wünsche ich einen besonders schönen Tag und weiterhin ganz besonders viel Gesundheit, Lebensfreude und Neugier. Ganz viele Glücksmomente und Herzhüpfer, damit du uns allen noch lange erhalten bleibst. Tschüss! Mein Gruß zum Jubiläum kommt aus Melbourne, aus Australien. Vielleicht gelingt es mir damit, den weitesten Gruß zu schicken, denn auch ich höre hier ganz gerne die Einschlafen-Podcasts. Wenn es mir manchmal nicht gelingt, in die Ruhe der Nacht zu finden und ich keine Spinnen an der Wand zählen kann oder keine Kängurus am Fenster vorbeihüpfen, die ich zählen kann oder auch in den Baumwipfeln gerade keine Koalas wandern, um mal ein bisschen so die Klischeebilder zu erfüllen, die man gerne in Deutschland hat. Und wenn ich die nicht zählen kann und auch die Schäfchen mir nicht so richtig helfen, dann hilft mir manchmal die Einschlafen-Podcast und darüber freue ich mich, da bin ich dankbar für. Vielen Dank, Tobi, für deine Arbeit und ja, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich auf weitere Episoden, die ich dann hier unten hören kann, während ihr noch eurem Tagwerk nachgeht in Deutschland und ich hier so auch mit ein bisschen Wehmut nach Deutschland, deutsche Töne zum Einschlafen höre. Liebe Grüße aus Australien und alles Gute weiterhin. Tschüss. Lieber Tobi, aus tiefstem Herzen alles Gute zu 10 Jahren Einschlafen-Podcast. Der Einschlafen-Podcast war tatsächlich neben Not Safe for Work und so einer der ersten Podcasts, die ich gehört habe. Meist aber nicht zum Einschlafen. Ehrlich gesagt habe ich den Podcast, glaube ich, so gut wie noch nie zum Einschlafen gehört, sondern eher bei langen Autofahrten. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form fahrlässig war, aber ich lebe noch. Nee, ich habe deinen Podcast sehr, sehr gerne gehört, weil ich die persönlichen Geschichten sehr mochte. Also mir ging es nicht mal um das Vorlesen. Wenn ich ihn mal abends gehört habe, bin ich bis zum Vorlesen nicht mehr gekommen. Das geht, glaube ich, auch fast allen so. Mir ging es vor allem um die persönlichen Geschichten, wodurch ich dich gefühlt irgendwie kennengelernt habe. Also dieses Phänomen, was viele Leute bei Podcasts hatten, hatte ich bei deinem Podcast auch. Auch wenn wir uns, glaube ich, erst einmal im Leben auf dem Kongress bis begegnet sind. Ein bisschen ist das wie so ein Fortsetzungshörspiel, ne? Also man altert mit dem Podcastenden und das finde ich irgendwie toll. Ich mag auch die ruhige Stimme, die du hast. Das kann man super entspannt nebenbei hören und ich teile an vielen Stellen zu vielen Dingen deine Meinung und deine Einstellung und ich mag auch sehr deinen Umgang mit vielen Themen. Also dieser unaufgeregte Umgang zum Beispiel mit Religion, dass das was ist, was halt irgendwie wichtig ist, aber was halt was sehr Persönliches ist und das finde ich kommt bei dir immer sehr, sehr gut raus und das mag ich sehr. Und du hast mich tatsächlich dadurch, dass ich dich schon so lange höre, für das ein oder andere inspiriert. Also du bist für den ein oder anderen Sinneswandel in meinem Leben sogar ein bisschen verantwortlich. Eine der wichtigsten Sachen war, glaube ich, die, als du mal darüber gesprochen hast, auch mit dem Holgi damals, dass du weniger arbeitest, also dass du so eine 80%-Stelle hast, das im Grunde einen Tag in der Woche frei. Das war das erste Mal, dass ich drüber nachgedacht habe, ob man denn wirklich immer 40 Stunden durcharbeiten muss, also ob Geld wirklich so wichtig ist oder ob es nicht Wichtigeres gibt, also sowas wie Zeit. Und ich habe da viel drüber nachgedacht. Das ist mittlerweile ja auch schon ein paar Jahre her. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt angekommen, dass mir Zeit unglaublich wichtig ist und glücklich zu sein unglaublich wichtig ist. Und an dieser Stelle möchte ich dir dafür auch mal danken, weil du im Grunde diesen Funken gepflanzt hast in meinem Kopf, dass man sich doch über die wesentlichen Dinge im Leben mal Gedanken machen soll. Deshalb
danke für 10 Jahre Einschlafen-Podcast und danke, dass ich irgendwie ein Stückchen an deinem Leben teilhaben durfte. Mit dieser Aufnahme ist mir auch bewusst geworden, wie scheiße anstrengend das ist, so einen Monolog zu halten oder aufzunehmen. Respekt. Ich hoffe trotzdem, du machst das mindestens noch 10 Jahre weiter. Hey Tobi, alles Gute zum 10-Jährigen und auf die nächsten 10 Jahre. Na dann, gute Nacht. Hallo Tobi, hier ist der Oboman. Herzliche Gratulation zu 10 Jahre Einschlafen Podcast. Eine reife Leistung, wirklich auch eine fantastische Idee, uns hier mit diesem Podcast die Gedanken zu vertreiben. Die Gedanken vertreiben klappt bei mir ganz gut, das Einschlafen tatsächlich nicht, weil ich so interessant finde, was du alles so erzählst. Aber dann bei den Vorlesungen, bei den philosophischen, da klappt's dann mit dem Einschlafen. Ich wünsche dir noch viel Spaß bei deiner Arbeit. Ich hab dich lieb, der Hoboman. Hallo lieber Tobi vom Einschlafen-Podcast. Herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahren Einschlafen-Podcast von mir, Nora. Und mir, Rita. Vom Was denkst du denn Podcast? Und wir haben uns überlegt, vielleicht können wir eine Kleinigkeit beisteuern. Und Rita hat da was mitgebracht. Ein bisschen Nietzsche zum Einschlafen. Wobei ich das ja aufregend finde. Aber vielleicht schlafen auch Menschen bei aufregenden Gedanken gerne ein. Ich versuche das einfach ohne Lachen vorzulesen, damit es wirklich auch langweilig ist. Ich kann gut langweilig lesen. Ich habe keine Sprecherinnenausbildung. Das wage ich zu bezweifeln, dass Rita das gut kann. Aber wir werden das mal versuchen. Rita hat mitgebracht über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne. Wir lesen die ersten paar Seiten nur. Genau, wir werden es abwechselnd lesen mit schönen Blättergeräuschen. Und ich versuche mal, möglichst wenig mich zu verlesen, weil ich diesen Text noch nie vorher gelesen habe, aber das werden wir ja irgendwie hinbekommen. In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen fanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte, aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn und die klugen Tiere mussten sterben. So könnte jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend illustriert haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt. Es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war. Wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben. Denn es gibt für jenen Intellekt keine weitere Mission, die über das Menschenleben hinausführte. Sondern menschlich ist er und nur ein Besitzer und Erzeuger nimmt ihn so pathetisch, als ob die Angeln der Welt sich in ihm drehten. Könnten wir uns aber mit der Mücke verständigen, so würden wir vernehmen, dass auch sie mit diesem Pathos durch die Luft schwimmt und in sich das fliegende Zentrum dieser Welt fühlt. Es ist nichts so verwerflich und gering in der Natur, was nicht durch einen kleinen Anhauch jener Kraft des Erkennens sofort wie ein Schlauch aufgeschwellt würde. Und wie jeder Lastträger seinen Bewunderer haben will, so meint gar der stolzeste Mensch, der Philosoph, von allen Seiten die Augen des Weltalls teleskopisch auf sein Handeln und Denken gerichtet zu sehen. Es ist merkwürdig, dass dies der Intellekt zustande bringt, er, der doch gerade nur als Hilfsmittel den unglücklichsten, delikatesten, vergänglichsten Wesen beigegeben ist, um sie eine Minute im Dasein festzuhalten, aus dem sie sonst, ohne jede Beigabe, so schnell wie Lessings Sohn zu flüchten, allen Grund hätten. Jener mit dem Erkennen und Empfinden verbundene Hochmut, vor blendenden Nebel über die Augen und Sinne der Menschen legend, täuscht sie also über den Wert des Daseins. Dadurch, dass er über das Erkennen selbst die schmeichelhafteste Wertschätzung in sich trägt. Seine allgemeinste Wirkung ist Täuschung. Aber auch die einzelnsten Wirkungen tragen etwas von gleichem Charakter in sich. Der Intellekt als ein Mittel zur Erhaltung des Individuums entfaltet seine Hauptkräfte in der Verstellung. Denn diese ist das Mittel, durch das die schwächeren, weniger robusten Individuen sich erhalten, als welchen einen Kampf um die Existenz mit Hörnern oder scharfem Raubtiergebiss zu führen, versagt ist.
Im Menschen kommt diese Verstellungskunst auf ihren Gipfel. Hier ist die Täuschung, das Schmeicheln, Lügen und Trügen, das hinter dem Rücken reden, das Repräsentieren, das im erborgten Glanze leben, das Markiertsein, die verhüllende Konvention, das Bühnenspiel vor anderen und vor sich selbst, kurz das fortwährende Herumflattern um die eine Flamme Eitelkeit so sehr die Regel und das Gesetz, dass fast nichts unbegreiflicher ist, als wie unter den Menschen ein ehrlicher und reiner Trieb zur Wahrheit aufkommen konnte. Sie sind eingetaucht in Illusionen und Traumbilder. Ihr Auge gleitet nur auf der Oberfläche der Dinge herum und sieht Formen. Ihre Empfindung führt nirgends in die Wahrheit, sondern begnügt sich, Reize zu empfangen und gleichsam ein tastendes Spiel auf dem Rücken der Dinge zu spielen. Dazu lässt sich der Mensch nachts ein Leben hindurch im Traume belügen, ohne dass sein moralisches Gefühl dies zu verhindern suchte, während es Menschen geben soll, die durch starken Willen das Schnarchen beseitigt haben. Was weiß der Mensch eigentlich von sich selbst? Ja, vermöchte er auch nur, sich einmal vollständig hingelegt wie in einen erleuchteten Glaskasten zu perzipieren? Verschweigt die Natur ihm nicht das Allermeiste, selbst über seinen Körper, um ihn, abseits von den Windungen der Gedärme, dem raschen Fluss der Blutströme, den verwickelten Fasererzitterungen, in ein stolzes, gauklerisches Bewusstsein zu bannen und einzuschließen? Sie warf den Schlüssel weg. Und wehe der verhängnisvollen Neubegier, die durch eine Spalte einmal aus dem Bewusstseinszimmer heraus und hinabzusehen vermöchte und die jetzt ahnte, dass auf dem Erbarmungslosen, dem Gierigen, dem Unersättlichen, dem Mörderischen der Mensch ruht, in der Gleichgültigkeit seines Nichtwissens und gleichsam auf dem Rücken eines Tigers in Träumen hängend. Wir wünschen euch weiterhin schöne und gute Träume mit Tobi und seinem Einschlafen-Podcast und sagen bis bald. Tschüss. Hallo Tobi, hier ist der Johannes von Plötzlich Piratin und ich stehe hier gerade in Tiburon auf dem Marktplatz und habe natürlich ein kleines Spiel vorbereitet, wo natürlich auch die Hörerinnen und Hörer mitspielen können. Wir hören jetzt Glückwünsche in verschiedenen Sprachen. Und zum einen musst du bzw. die Hörerinnen und Hörer erraten, was für eine Sprache das ist und aus welchem Staat die Person kommt. Fangen wir mit der ersten Person an. Mabruk ala murur 10 snin min bidayat Podcast Einschlafen. So, jetzt kurz Zeit, was für eine Sprache ist das und aus welchem Land könnte sie kommen? Auflösung? Das war Arabisch. Liebe Grüße aus Jordanien. Kommen wir zur nächsten Person. Sawadika, ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบ10ปีของพอดแคสต์ Einschlafen. Wieder ein paar Sekunden. Land und Sprache. Das war Thailändisch. Liebe Grüße aus Thailand. Kommen wir zur nächsten Person. Meus parabéns, Einschlafen Podcast, pelos seus 10 anos de existência. Woher könnte das stammen und mit welcher Sprache? Liebe Grüße aus Brasilien. Das war Portugiesisch. Sehr gut. Und die letzte Person kommt jetzt. Alf Mabruk ala murur 10 snin min bidayat Podcast Einschlafen. Und? Das war Arabisch. Glückwünsche aus Ägypten. Wie viele Punkte habt ihr gemacht? Schreibt's in die Kommentare. Auch von mir ganz liebe und herzliche Glückwünsche. Und weiter geht's. Zurück ins Studio. So. Riecht gut. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 475. Schatz. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Schatz. Immanuel Kant vor, davor ein bisschen Och nö, Rainer-Maria nicht schon wieder. Und so oder so ähnlich trägt es sich seit nunmehr 10 Jahren in den Schlafzimmern dieses Landes zu.
Deutsche Wissenschaftlerinnen bringen den Geburtenrückgang der letzten Dekade in direkten kausalen Zusammenhang mit dem Erscheinen des Einschlafen-Podcasts. Inzwischen hat ein überparteilicher parlamentarischer Untersuchungsausschuss unter der Führung der Familienministerin Dr. Franziska Giffey begonnen, die Auswirkungen dieses Treibens zu analysieren. Im Gespräch sind bereits weiträumige Schließungen von Kindertagesstätten, Grund- und weiterführenden Schulen. Die noch weiterreichenden Konsequenzen für das ohnehin angeschlagene Rentensystem sind bisher noch gar nicht abzuschätzen. Deutschland schläft ein. Na dann, gute Nacht. Konnte ich mir nicht verkneifen. Hallo Tobi, über deine Verdienste für den Schlaf deiner Hörerin muss ich wohl keine weiteren Worte verlieren. Und über den Pearl-Index, den der Einschlafen-Podcast hat, breite ich dann doch lieber den Mantel der Nächstenliebe aus. Was viele aber nicht wissen, du bist für die deutschsprachige Podcast-Szene ein steter, wenn auch stiller Segen. Wo immer du einen guten Gedanken, eine Idee findest, ich kann die jetzt alle gar nicht aufzählen, aber wenn ich mal so in meinen Twitter-DMs oder in mein Mail-Postfach gucke, da werde ich mit Sicherheit einige finden. Immer wenn du sowas findest, dann kann man davon ausgehen, dass du einen Weg findest, dieses irgendwie zu unterstützen oder zu adaptieren, mitzunehmen, irgendwie unter die Bevölkerung zu bringen. Das habe ich selbst dann auch schon mit der guten alten Hörsuppe erleben dürfen. Ich erinnere mich da an schöne Folgen der Pappkameraden. Ja, anderes Projekt von dir, das vermutlich niemand kennt. Solltest du mal wieder machen. Und auch jetzt mit meinem kleinen Podcast-Verzeichnis führt, erlebe ich das immer wieder. Wir hier an der Mosel, Tätesauern, bisschen guder. Ja, aber jetzt genug der Lobhudelei. Ich will hier niemanden vom wohlverdienten Schlaf in diesen lausigen Zeiten abhalten. Den haben wir alle dringend nötig, denke ich. Kurz und gut. Danke, Tobias, auf die nächsten 10 Jahre. Und wenn ich dich nochmal in meinem Schlafzimmer erwische, ja, dann... Guten Tag, Herr Bayer. Ich sag eben zu meiner Frau, ich nehme gerade noch was für den Tobi auf, denn der Einschlafen-Podcast wird 10 Jahre alt. Und dann sagte sie... Wieso hast du das denn nicht heute Mittag gemacht, als du auf dem Sofa eingepennt bist? Und vermutlich hat sie damit schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Denn in der Tat, ich habe noch nie, soweit ich mich erinnern kann, eine einzige Folge des Einschlafen-Podcasts komplett gehört. Denn erstens, in den letzten 10 Jahren, toi toi toi, hatte ich keinerlei Einschlafprobleme, sodass es gar keine äußerliche Notwendigkeit gab, den Einschlafen-Podcast zu hören. Zum Zweiten, aus deinem Leben berichtest du ja auch sehr gewinnbringend wiederum für mein Leben in anderen Podcasts, sodass es also keine Notwendigkeit für mich gab, mir die Geschichten nochmal von links sozusagen erneut anzuhören und dann auch noch in monoton einschläfernder Stimmung. Und drittens, ich habe nicht wirklich ein Interesse, mir... ja, beispielsweise Werke von Kant vorlesen zu lassen, einfach weil sie erstens, ich habe keine Einschlafprobleme. Und insofern, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit Dirty Dancing. Den Film habe ich auch noch nie komplett gesehen, glaube ich. Kenne aber vermutlich alle einzelnen Szenen, weil ich die schon mal irgendwie gesehen habe und bin mir des Gesamtkunstwerks bewusst. Und genauso ist das auch mit dem Einschlafen-Podcast, der einfach ein Gesamtkunstwerk ist, was jetzt eben auch schon 10 Jahre diese Podcast-Welt bereichert. Und auf das, glaube ich, so mancher Podcaster, der nach dem großen Reichtum oder nach der großen Reichweite strebte, nur neidisch schauen wird, weil es eben so einzigartig und so unerreicht ist. Und auch wenn ich kein klassischer Hörer deines Podcasts bin, so bin ich doch einfach sehr, sehr glücklich, dass wir in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen Kontakt zueinander haben, aus den unterschiedlichsten Gründen, und das einfach immer schön ist. Ich bin froh, dass es den Einschlafen-Podcast gibt, weil ich dadurch automatisch froh bin, dass es dich gibt und deine Haltung und deinen Blick auf die Welt. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen häufiger gegen dich in ein Quizduell gewinnen würde, würde es mir noch viel leichter fallen, dir alles, alles Gute für die nächsten 10 Jahre Einschlafen-Podcast zu wünschen. Vor allen Dingen wünsche ich aber mir, dass ich auch die nächsten 10 Jahre keinen Grund habe, einschalten zu müssen. In diesem Sinne, feier schön oder schlaf einfach schön in den Geburtstag hinein, so wie man sich das eigentlich vorstellen würde. Lass dich reich beschenken und bleib einfach so, wie du bist.
Lieber Tobi, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahren Einschlafen-Podcast. Dank dir sind jetzt mindestens 100.000 Menschen in Deutschland darauf konditioniert, mit deiner Stimme einzuschlafen. Ich hoffe, du weißt, dass damit eine große Verantwortung einhergeht, da wir jetzt natürlich abhängig davon sind, dass du die nächsten 10, 20, 30 Jahre weitermachst mit dem Einschlafen-Podcast. Ich jedenfalls freue mich über jede Folge, die erscheint, ob jetzt wöchentlich oder zweiwöchentlich, und ich hoffe, dass du eine Art und Weise für dich findest, dass du weiterhin noch Freude daran hast und den Podcast auch in Zukunft gerne machst. Als Dankeschön habe ich dir eine persönliche Folge Einschlafen-Podcast aufgenommen, damit du auch einmal einschlafen kannst, weil das zu deiner eigenen Stimme ja nicht so gut geht. Ich hoffe, du feierst schön und ich freue mich auf die nächste Episode, wenn es wieder heißt Augen zu und zugehört. Gute Nacht. Hallo Tobi. Hier ist Tobi, Asmike. Ja, ich wollte dir natürlich auch gerne gratulieren zu 10 Jahren Einschlafen-Podcast. Ich habe mal nachgeschaut, ich höre dich seit mindestens 5 Jahren, vielleicht etwas länger. Auf jeden Fall, ja, gehörtest du mit zu den ersten, nicht du, dein Podcast mit zu den ersten, die ich gehört habe. Und ich sag mal, der war, glaube ich, auch ausschlaggebend dafür, dass ich selber mit dem Podcasten angefangen habe. Und das sieht man heute immer noch daran, dass es, dass einer meiner Podcasts an einem Dienstag erscheint, so wie dein Podcast. Ja, aber in der Zeit ist viel passiert. Ich hoffe, du machst noch gerne weiter so mit dem Einschlafen-Podcast, auch wenn ich zu den, weiß ich nicht, wenigen vielleicht gehöre, die ihn nicht zum Einschlafen hören und deshalb den, sag ich mal, Vorleseteil dann auch überspringen. Aber alles andere höre ich dafür umso lieber und werde das auch weiter tun. Und ja, vielleicht ergibt sich ja mal wieder die Gelegenheit, dass wir uns irgendwie auf dem Burger dann vielleicht in der veganen Variante treffen. Bis dann. Tschüss. Hallo Tobi. 10 Jahre Einschlafen-Podcast. Das ist ja eine Menge Holz. Ich höre ihn zwar fast nie, ich höre dich dann eher bei Vrind, aber da meine Freundin ihn hört, hilft mir das auch. Denn dann schläft sie schneller ein. Ja, ganz liebe Grüße von Andreas aus Jena. Ja, hallo lieber Tobi. Ich bin der Kevin. Ich habe deinen Podcast vor ein paar Monaten empfohlen bekommen von einem Freund, weil ich nicht einschlafen konnte. Und habe dann gesagt, oh, das klingt aber interessant, weil ich höre eigentlich immer ganz gerne was zum Einschlafen. Und habe gedacht, dann höre ich mal rein. Und fand ich direkt gut, hat mir echt gut gefallen, von Anfang an schon. Ich bin jetzt bei der 54. Folge, also ich hänge etwas hinterher. Das Datum ist der 7. April 2011 und ja, wollte auf jeden Fall sagen, dass ich deinen Podcast super gut finde und mir am liebsten tatsächlich bis dahin waren ja immer abwechselnd Nils Holgersson und Kant. Tatsächlich hat mir Kant immer am besten gefallen. Ein Punkt auch, warum ich habe leider auch ein paar Sachen geskippt, und zwar die Aufnahmen von Nils Holgersson, wo du nicht selbst gesprochen hast, sondern vom LibriVox-Projekt, weil mir tatsächlich irgendwie die Stimmen nicht so gut gefallen haben. Also da konnte ich nicht dann so gut bei einschlafen und habe dann immer schön weitergespult. Also ich habe mir die Anfänge dann angehört von den Folgen und bin dann zum nächsten gegangen und dann wieder weitergemacht, wo Kant ist. Ja, ist auf jeden Fall jetzt von mir ein schöner Gruß, ein bisschen aus der Vergangenheit gerichtet, also ne, podcastmäßig. Und habe ja jetzt noch schöne, bald 450 Folgen vor mir, die ich hören darf. Und finde es auch ganz spannend, die Entwicklung zu hören von deinem Podcast, wie das früher gewesen ist. Und wünsche dir auf jeden Fall noch weiterhin ganz viel Erfolg und Spaß beim Aufnehmen der Podcast-Folgen. Und auf jeden Fall weiterhin schönen Elan, dass du da dran bleibst. Und bis jetzt sieht's ja ganz gut aus. Also ich freue mich auf viele weitere Folgen und hoffe, dass ich irgendwann auch mal, dass ich nicht 10 Jahre brauche, um bei der Folge 500 anzukommen. Danke und bis dann. Hi, hier ist Nele Heise. 10 Jahre Einschlafen-Podcast. Mensch. Ganz herzlichen Glückwunsch, lieber Tobi. Das ist in diesem krassen Jahr doch endlich mal ein Grund zum Feiern. Und 10 Jahre, das ist im Podcast-Jahren ja schon fast ein halbes Jahrhundert.
Aber mal im Ernst. Mit deinem Format gibst du unglaublich vielen Menschen eine Möglichkeit zum Abschalten. Also jetzt vielleicht nicht im wörtlichen Sinne oder vielleicht doch. Na, jedenfalls erfüllt dein Podcast damit eine, wie ich jedenfalls finde, ziemlich wichtige Aufgabe. Wusstest du, dass laut Online-Audio-Monitor und anderen Studien rund ein Viertel aller Menschen Podcasts zum Einschlafen nutzen? Bei einer Audible-Umfrage waren es letztes Jahr sogar mehr als 40%. Und ich gehöre auch zu diesen Menschen. Von daher möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns Einschlafis schon so lange mit Hörstoff versorgst und damit dem ganzen Podcast-Hype, den wir gerade erleben, um Lichtjahre voraus warst. Ich wünsche dir eine schöne Jubiläumssendung und dass du dir deine sympathisch einschläfernde Art für immer beibehältst. In diesem Sinne, tschüss und auf die nächsten 10. Hey Tobi, hier sind Thilo und Tyler von Jung und Naiv und wir dachten so, Podcast, die es schon länger gibt als uns, den müssen wir gratulieren. Alles Gute zum 10-Jährigen. Vom Einschlafen-Podcast. Ja, darauf stoßen wir jetzt an, mit einem Schlaftrunk. Genau, gute Nacht und auf die nächsten 10 Jahre. Bis denn. Ciao. Hallo Tobi, herzliche Glückwünsche zum 10-jährigen Jubiläum von deinem Podcast. Das ist ja der Hammer, was daraus geworden ist. Vielleicht ist dir selbst noch nicht einmal bewusst, welche Funktionen du alle noch mit erfüllst mit deiner Einschlafhilfe ohne Nebenwirkung. Dieser Podcast ist noch viel mehr. Ein Podcast gegen Einsamkeit, ein Podcast für das Allgemeinwissen, ein Weg aus der Grübelfalle und vor allem ein Podcast, der beweist, wie das mit dem Geben und Nehmen funktioniert. Er ist für viele Menschen bestimmt ein wichtiger Podcast gegen Einsamkeit. Wir können uns vorstellen, dass gerade Menschen, die besonders das Gespräch am Abend mit einem Familienmitglied vermissen, zum Thema »Hallo, wie war dein Tag?« mit deinem Podcast auch genau das Richtige finden. Da erzählt einem einer mit einer beruhigenden Stimme, was so gelaufen ist und was ihn beschäftigt. Ja, wo findet man denn sowas? Und dann kann man sich auch noch aussuchen, wenn man sich das anhört. Na, perfekt. Du lenkst auch diejenigen ab, die sich durch Schmerzen quälen und diejenigen, bei denen das Grübeln beginnt. Aber besonders bewegend ist die Folge, in der du beschreibst, dass du immer wieder angesprochen wirst, warum dieser Podcast nicht kommerziell ist. Und dann völlig gelassen entscheidest, dass alles so bleibt, wie es ist. Damit hast du so vielen Menschen so viel gegeben. Und vielleicht hast du tatsächlich durch genau diese Entscheidung so viel mehr nehmen können, als wäre die Entscheidung auf kommerziell gefallen. Denn wo bekommt man schon so viel Wertschätzung wie auf diesem Wege? Das ist wahrlich ein fabelhaftes Signal, das du damit setzt. Wir haben dich gerne im Ohr, weil wir deine Stimme so gut kennen. Wir geben dir aber auch gerne ein kleines Stück zurück, indem wir deinen Podcast immer wieder weiterempfehlen und auch mal auf diesem Wege tausendfach Danke sagen. Happy Jubiläum und mach bitte weiter so. Wir freuen uns schon auf die nächsten 10 Jahre mit dem Einschlafen-Podcast und sind gespannt. Deine kleine Cousine Annette und deine große Cousine Gigi. PS, beim Weiterempfehlen treffen wir jedoch häufig auf das Feedback, ja, den kennen wir auch. Hallo liebe Tobi. Herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahre Einschlafen-Podcasts. Vielen herzlichen Dank. Es ist einfach eine mega tolle Leistung und ich wünsche mir, dass es noch viele Jahre so weitergeht und du uns weiterhin durch die schlaflosen Nächte begleitest und für uns da bist. Ich könnte es mir gar nicht mehr vorstellen, ohne deine Stimme die Nacht zu verbringen und ja, wollte mich herzlich bedanken für die wertvolle Arbeit, die du da leistest und die Zeit, die du da für uns investierst und ja, einfach großartig. Herzlichen Dank und weiter so. Liebe Grüße aus Reutlingen von Patricia. Tschüss! Lieber Tobi, ich wünsche dir für den Einschlafen-Podcast alles Liebe und Gute zum 10-jährigen Jubiläum. Möge er noch 100 Jahre bestehen und noch eine Reihe von Menschen in den Schlafpodcasten. Alles Liebe von Jenny vom Einmischen-Podcast. Ja, ich bin's, Holgi. Es ist 3:30 und ich kann nicht pennen. Da habe ich gedacht, ich höre mir mal diesen Einschlafen-Podcast an. Und jetzt bin ich dermaßen aufgebracht, dass ich erst recht nicht pennen kann. Tobias, Junge, das kannst du doch so nicht machen. Herzlichen Glückwunsch.